mit der Öllampe müsste eigentlich auch alles einigermaßen ausgeleuchtet werden. So, da geht's zurück. Irgendjemand hat die Tür wieder zugemacht. Ting. Und was haben wir hier? Kräuter, Lampenöl. Das ist nur irgendwelcher Schrott, hä? Ja. Den Lampenöl können wir brauchen, denke ich. Da. Da. Wiegt ja nichts. Und das Kraut kann auch rein. So. Sonst ist hier nichts. Keine Wand sieht auffällig aus. Nö, sehr schön. Was sagt unsere Karte? Ist alles eingezeichnet? Jupp. Außer, dass hier ein Ankbereich ist. Vielleicht das Gebirgsvolk? Da hinten ist jemand. Hallo? Nein, die Zwerge natürlich. Es ist schon lange her, dass wir jemanden deines Volkes hier gesehen haben. Bist du ein Ausgestoßener von oben oder ein Außenseiter? Also jemand von außerhalb. Ich versuche, ein Mädchen zu retten. Ei, ich habe davon gehört. Der Abyss ist kein sicherer Ort dieser Tage. Vielleicht weiß einer der hiesigen mehr über die ganze Sache. Kann ich dir mit noch irgendwas helfen? Tauschen. Gold und ein neues Helmdingens. Helmdingens klingt gut. Dafür gebe ich dir. Nur bestimmt irgendwelchen Ramsch noch. Oder haben wir den alles aussortiert? Ich glaube, das haben wir alles aussortiert. Das Ding kann getauscht werden. Man kann Container nicht verhandeln. Okay. Das heißt, das Ding können wir gleich wegschmeißen. Ich dachte, man könnte es verkaufen, weil es aus Gold ist. Aber anscheinend interessiert das niemanden. Die Sachen wollten wir behalten. Das Ding ist leer. Ich mache mal beides an und tue dafür einen Edelstein hin. Wie viel sind die wert? Na gut, dieses Angebot. Nein. Anscheinend sind sie nicht so viel wert. Dann das Gold weg. Dieses Angebot? Nein. Die Dinger scheinen wohl gar nichts wert zu sein. Okay. Dann das Gold? Auch nicht. Das ist ja albern. Das gegen beides. Denkst du, ich wäre ein Trottel? Nee, eigentlich nicht. Ah, okay, das hat er jetzt gemacht. Zwei Edelsteine gegen die neue Kettenhaube. Eigentlich nur für den Fall, dass die alte reißt. Tschüss, tschüss. Was sagt unsere alte Kettenhaube eigentlich? Immer noch serviceable. Und die hier ist exzellent. Gut. Das heißt, die... hatte ich eine Rumpelkammer angelegt? Ich habe keine markiert. Okay, dann mache ich jetzt mal... Ah, habe ich doch. Da unten. Rumpelkammer. Osten. Dann laufe ich da ganz kurz hin, lager da schon mal die Kettenhaube ein. Und gucke, ob da noch irgendwas ist, was wir verkaufen können. Dann laufen wir gleich wieder zurück. Weil das im Gewicht ist echt keine schöne Sache. Und laufe ich richtig? Nein. Aber das ist ein Sack. Und Gegner. Mitnehmen. Sack. Zu schwer. Nee. Ja, okay. Okay. Vollkommen falsche Richtung. Wir müssen nach Süden, also nach links gleich. So. Das bis ganz zum Ende, glaube ich. Genau, hier ist die Rumpelkammer. Also. Wir haben die goldene Box. Die kann weg. Das hat schon mal ein Gewicht gebracht. Das ist gut. Was haben wir hier? 13 Armbrustbolzen. Benutzen wir nicht. Wiegen die etwas? Gucken wir mal. Wir sind bei 1. Oh, die wiegen richtig was. Warum wiegen 13 Armbrustbolzen so viel? Aber gut.
wiegt der Kartenhalter was? Nein. Dann kannst du auch gleich wieder mit. Oh, das Ding wiegt 2. Was macht es? Ein Zepter. Solange wir nicht wissen, was es macht, kann es auch hier bleiben. Was sagen die Beinpanzer? Unserviceable. Und die da? Worn. Worn ist nicht besonders gut, aber es bleibt mal hier als Vorrat für später. So. Helm bleibt hier. Der Helm bleibt hier. Flunk. Flunk. Was haben wir hier? Ein Kurzschwert, richtig? Ein badly worn Kurzschwert und ein serviceable Dagger. Du bist auch ein badly worn, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was wirklich besser ist. Ein guter Dolch oder ein angeschlagenes Kurzschwert? Verkaufen will ich die auch nicht. So viel dazu, dass wir hierher gehen und Sachen zu verkaufen finden. Da ist nur wieder so ein Steinhammer. Die Steinhämmer können wir, glaube ich, verkaufen. Davon haben wir hier jetzt schon 2. Und beim Spiralraum liegen auch noch jede Menge davon. Also wir verkaufen mal die beiden da. Und das Schwert haben wir einfach nur dabei, damit wir eine Waffe haben, falls der Dolch zerbricht. Wäre richtig? Ja, sind wir. Und gleich auf der linken Seite müssten die Zwerge auftauchen. Darum, darum, darum. Sehr gut. Sprechen. Damit kannst du nicht sprechen? Warum kann ich damit nicht sprechen? Ah, okay. Ich suche immer noch ein Mädchen und ich würde gerne mit dir handeln. Und zwar das Ding hier. 12 Gold. Nein. 2 davon, 12 Gold. Oh, angenommen. Sehr schön. Alles da hinten. Bye bye. Bye bye. Gold. Gold war hier drin. Okay. Du. Alles da rein. 38 Gold. Sehr schön. Und jetzt würden wir gerne auch noch reinkommen. Wir suchen immer noch ein Mädchen. Und könntest du das Tor öffnen für uns? Nun gut, du scheinst ein ordentlicher Junge zu sein. Denke bloß an deine Manieren und wir werden keinen Ärger haben. Nun kannst du den Rest des Clans besuchen und ihn sprechen. Willst du noch irgendwas anderes? Nein, das war alles. Auf bald. Dann gucken wir doch mal. Und da es Zwerge sind, gibt es hier hoffentlich irgendwo einen Amboss zum Reparieren. Warum haben eigentlich alle Wasser in ihrem Rückzugsort? Also ja, macht Sinn, Flüssigkeit braucht jeder, aber diese Springbrunnen sind schon ein bisschen komisch. Oh, hallo. Mountain Man. Ich suche nach einem gekidnappten Mädchen. Schlimm, nicht wahr? Ich habe gehört, dass ein Troll sie nach unten getragen hat. Oh, noch weiter nach unten. Okay. Weil oben sagten die Goblins ja schon, dass sie nach unten getragen wurde. Ich hoffe, es wird alles gut für sie. Denn wir haben hier genug Probleme unserer eigenen Art. Was für Probleme? Vielleicht kannst du uns ja helfen. Unsere Minen im Südosten wurden von schreckenserregenden Biestern heimgesucht, die in der Luft fliegen mit vielen Tentakeln. Oh, das klingt nicht gut. Wenn du sie bekämpfen kannst, wäre das Gebirgsvolk dankbar. Ich würde gerne zuerst mit dir tauschen. Schuhe, noch ein Helm, Essen und ein Stein. Die Schuhe sehen interessant aus. Schuhe gegen ein Edelstein.
Jo. Ich hoffe mal, das waren gute Schuhe. So, tschüss. Und jetzt spreche ich ihn nochmal an wegen der Aufgabe. Ich suche das Mädchen. Was für Probleme? Ich werde gehen und es umbringen. Okay. Anschauen. Schuhe. Oh, das sind Kettenschuhe. Nee, das wollte ich nicht ausziehen. Die wollte ich anziehen. Sehr gut. Kettenhelm, Kettenschuhe. Armschutz und Hände wäre noch ganz nett, aber man kann nicht alles haben. Hm? Sprich, ich will gerne mit dir tauschen. Warum haben alle Kettenhelme? Na gut. Ich würde gern... Beutel kann er nicht tauschen, okay. Du zählst auch als Beutel? Ja. Blutegel, Kräuter, Tiara, Spinnenseide, Dietrich. Ganz viele Schlüssel, eine Silbersaat, Lampenöl. Wir haben nicht viel zum Tauschen. Wir müssen unbedingt stärker werden, wenn wir mehr Ramsch mitnehmen können. Wir könnten die Lederschuhe verkaufen. Ja, machen wir mal. So. Ne. Kann ich nur ein paar von den Münzen nehmen? Ich will ja nicht alle 9. Ich will vielleicht nur 5. Ja, so klappt das nicht. Okay, dann... Tut mir leid, so wird das nichts. Tschüss. Aber anscheinend scheinen alle Zwerge dieselben Sachen zu tauschen. Immer Schuhe, Helm, Fleischkeule, sowas andere. Ja, genau das. Na gut. Weg, 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 weg. Und wir suchen jetzt euren Anführer. Sieht ja schon mal sehr imposant hier aus. Und Gold. Das ist jetzt aber gemein. Hallo, Mann, der zwischen Gold steht. Golddurst. Goldthirst. Grüße, Reisender. Ich bin Goldthirst. Anführer des Gebirgsvolkes. Willkommen in unseren Hallen. Vielen Dank, O Zwergenkönig. Nenn mich das erneut und ich werde deine Zunge rausschneiden. Was? Das war doch nett. Ich bin auf der Suche nach Abenteuer. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich brauche einen Abenteurer. Unsere Minen sind von Monstern überrannt worden. Für wahr? Vielleicht kann ich helfen. Sehr gut. Endlich mal ein Held. Mein Volk, zumindest jene, die es nicht wert sind, verloren zu werden, sind alle zu ängstlich, um dem Biest gegenüberzutreten. Es hat Tentakel und viele Augen. Wenn du mutig genug bist, kannst du die Kreatur umbringen und ich werde dich reich belohnen. So sei es. Sonst sagt er nichts. Ist ja nicht so, als hätten wir nur einen Dolch für ordentliche Waffe. Und damit sollen wir jetzt einen Beholder wahrscheinlich umbringen. Ich denke nicht, dass das so gut klappen wird. Das ist kein öffentlich zugänglicher Bereich. Gut. Was haben wir hier? Da steht bestimmt Keep Out. Die Quartiere von Mondor. Kann man rein. Du bist dann wohl Mondor? Sprechen? Nö, bist du nicht. Ich suche Informationen. Nö, hat nichts wirklich Interessantes. Er sagt nur, dass wir mit dem König sprechen sollen. Oh, nicht so schnell. Wir wollen schön alles hier abgrasen. Das ist der Hauptraum mit der Fontäne.
Quartier von Kirby. Und da ist bestimmt kein Kirby drin. Also öffnen. Klick. Und bist du... Du siehst anders aus. Kirby. Wurdest du geschickt, mich in meinem Marter hinzuzufügen? Also noch mehr Marter hinzuzufügen. Von was für einer Marter sprichst du? Natürlich die Marter der verlorenen Hoffnung. Kann ich helfen? Nein, ich bin jenseits aller Hoffnung. Nein, niemand ist wirklich jemals hoffnungslos. Warte. Meine Sache mag verloren sein, aber vielleicht kann ich dir noch helfen. Kannst du mir etwas über Sir Kabirus sagen? Ich teilte einst den Traum von Sir Kabirus. Den des Weg des Avatars. Wir hatten versucht, alle intelligenten Völker in den Abyss zu bringen und ihnen beizubringen, in Harmonie miteinander zu leben. Aber es gelang nicht. Die immer wiederkehrenden Streitereien waren zu viel für den Sir Kabirus und er ist in seinem Schlaf gestorben. Es gibt so viele widersprüchliche Theorien. Also einmal, dass die Goblins ihn umgebracht haben, einmal, dass die Goblins ihn vergiftet haben, also die anderen. Und dann, dass er selber Gift genommen hat und jetzt, dass er im Schlaf gestorben ist. Naja, manche sagen, er wäre vergiftet worden. Aber ich weiß, er ist an einem gebrochenen Geist gestorben. Seine ganze Lebensarbeit war in diesem Ort. Und als er zusehen musste, wie es alles zerfiel, ist sein Herz ebenfalls gebrochen. Es tut mir leid, das zu hören. Bleibt irgendwas von seinem Traum? Nun, ja. Sir Kabirus hat eine Anzahl an Artefakten mit interessanten Eigenschaften gesammelt. Er hatte vorgehabt, diese Artefakte zu benutzen, um die Kolonisten in ihrem Weg des Avatars zu unterstützen. Leider wurden diese Objekte jedoch von dem Volk, das er retten wollte, missbraucht. Missbraucht? Wie? Jedes der 8 Gegenstände hat eins von den Virtues verkörpert. Aber jene, die nun diese Artefakte haben, haben sie nur noch für ihren Wert, nicht für ihre höhere Aufgabe. Dann werde ich losziehen, diese Artefakte finden und zu einem guten Zweck hinzufügen.